Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Slime Ranger. Wir gehen direkt ins Game und werden wieder Schleimkacke einsammeln müssen. Und ja, wo sind wir denn das letzte Mal stehen geblieben? Genau, hier sind unsere Slimes. So, wir haben 290 auf dem Konto. Das heißt, wir brauchen doch noch ein bisschen was. So, wir haben wieder gute Nahrung. Das war die 3. So, da wächst unser Bäumchen. Und wir gehen weiter auf die Suche. Denn wir wollen ein paar ordentliche Slimes haben. Ja, und was versteht man unter ordentlichen Slimes? Welche, die mehr Geld bringen, würde ich sagen. Ja gut, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was raus? Verkacktes Drecksvieh. Und weg damit. Ja. So. Wo liegt noch ein bisschen Schleimkacke rum hier hinten? Wir könnten ja mal. Ne, Höhle waren wir ja schon. Ich hab doch Küken dabei. Ah ne, hier. Mama Katzenslime frisst ja nur Ausgewachsene. Mist. Da war ja was. Doch, hier hinten. So, damit haben wir die Bösen natürlich auch gleich mal ausgemerzt. Hey.
wir haben schon 20 Geld voll. Ja, dann bringen wir das erste Mal zurück. Wir gucken und hoffen, dass wir unterwegs noch was einsammeln können. Und ja, dann möchten wir mal so langsam anfangen, ein bisschen mehr Geld zu schüffeln. Andere Slimes einfangen, am besten die blauen. Aber dazu muss ich das Gehege natürlich vergrößern. Und eventuell oben noch so ein Fangnetz drauf machen. Dann könnten wir die pinken Slimes rausschmeißen und die blauen dazu holen. Das wäre eine Option. Oh. Fangnetz. Reicht. Jo, dann raus mit euch hier. Das heißt, wir holen uns jetzt die blauen Slimes, damit wir ein bisschen mehr Money kriegen. Und natürlich noch ein bisschen was einsammeln hier. Da müssen wir lang. So. Und dann müssen wir wieder zusehen, dass wir en masse an Geld kommen. So, der war Geschichte. Verkacktes Drecksvieh. Da liegt noch eins. Ja, die brauchen ausgewachsene Hühnchen. So, da haben wir jetzt erstmal unsere blauen Slimies. Die bringen wir jetzt natürlich auch wieder erstmal zurück. Ja gut, wir lassen die einfach mal. Und holen uns noch ein paar blaue. Je mehr, desto besser. Da ist noch einer. Sehr schön. So. Da kommen die blauen Slimies rein. Dann erstmal unser
Geld weg, schaffen wir unsere Slime-Kacke. So. So, es gab doch schon mal ordentlich was. Ja, jetzt wächst und gedeiht hier alles. 1, 2, 3, 4. Ja, das hier muss noch ein bisschen größer werden. Höhere Wände kaufen. Reicht doch nicht. Kommt, kack Geld. Ich brauch Geld. Du kommst da oben nie raus. Irgendwie wollen die jetzt nie essen und kein Geld kacken. Schade. Dann gucken wir mal kurz hier rum, ob wir noch unterwegs was finden. Ja, mehr als genug Slimes. Oh, hier unten liegt doch wieder schön was rum. Ja, damit bin ich glücklich. Haben wir genug zusammen, um das Hühnergehege zu vergrößern. Und ey! Was soll das? Wo sind die hin? Das ist jetzt richtig scheiße. Mach mal den da rein. Sie nicht mal finden will? Ich glaube schon. Ja gut. Also erneut auf die Suche gehen, würde ich sagen. Dann brauchen wir doch noch ein paar andere Slimes. Wir gehen hier unten lang. Denn ich weiß, hier hinten hat mir die Höhle aufgemacht.
wartet mal. Hier ist doch gar keine Höhle. Bin ich so bescheuert? Da unten war auch nichts. Da unten ist nichts. War das da drinne? So, ich frage mich jetzt aber ernsthaft, was die Feldslimes essen. Aber gut, das werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Schreibt mir in die Kommentare, was Feldslimes essen und warum diese anderen da verschwunden sind. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.